Seit 100 Jahren betreibt die Familie Dickhofen in Ruperath einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das Angebot des Bauernhofs wird nun ausgeweitet. Wir haben Seniorchef Karl Otto Dickhofen gebeten, zunächst sein Unternehmen einmal vorzustellen. Ja, wir haben hier einen Milchviehbetrieb, also der Betrieb ist Schwerpunkt Milchviehhaltung. Unter anderem haben wir natürlich auch die Jungviehaufzucht von unserem Milchvieh. Betreiben nebenher eine Biogasanlage und Pensionspferde halt. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was über die Größenordnung Ihres Betriebs erzählen. Ja, die Größenordnung von unserem Betrieb. Unser Betrieb, wir bewirtschaften eine Gesamtfläche von 280 Hektar. Halb Dauergrünland und halb Ackerland. Und auf dem Ackerland haben wir Pflanzenproduktion, die wir brauchen für die Ernährung unserer Kühe und betreiben unsere Biogasanlage. Schwiegertochter und Juniorchefin Marina Dickhofen kümmerte sich um die Realisierung eines Hofladens, der am Samstag pünktlich um 12 Uhr eröffnet wurde. Wir eröffnen heute unser Selbstbedienungshoflädchen, wie man hier im Hintergrund sehen kann. Der erste Tag heute mit unserem Kernstück, unserem Milchautomat, wo wir unsere eigene Milch verkaufen. Und dann noch ein paar schöne regionale Produkte aus der Nähe. Wie kommt man auf die Idee, sowas hier anzubieten? Also mit dem Milchautomaten haben wir seit letztem Herbst schon überlegt und dann haben wir gesagt, wir gucken erstmal, haben so ein bisschen Werbung gemacht, schon, dass man Milch schon bei uns holen kann. Wir müssen den Leuten aber selber die Milch halt dann geben ab Tank und hier an dem Automaten können sie halt selber sich die Milch abzapfen und das von 6 bis 21 Uhr. Das bietet den Leuten Flexibilität, uns Flexibilität und Besteht denn so die Nachfrage der Leute, sag ich mal, nach so frischen regionalen Produkten, ist die gewachsen in letzter Zeit, kann man das sagen? Ja, definitiv. Woran machen Sie das fest? Also durch unsere Berufskollegen, die schon Direktvermarktung haben. Die haben erzählt, dass sie deutlich mehr Umsatz gemacht haben und die Nachfrage einfach, dass die Leute sich dann auch mal umdenken. Ne? Also zum Teil sich nochmal einfach besinnen, wo kommen unsere Lebensmittel überhaupt her? Brauchen wir wirklich weite Transportwege, weil wir können schon eigentlich fast alles auch regional beziehen. Es ist nicht alles natürlich ganzjährig verfügbar, aber die Frage ist auch, muss das sein? Ne? Und wir finden nicht, man kann regional einkaufen und das wollen wir hier machen. Wie läuft das jetzt praktisch ab? Ich komme hier hin und möchte kaufen, das heißt, die Milch ist jetzt von Ihrem Hof und die anderen Lebensmittel, die kommen woher? Wir haben beispielsweise die Kartoffeln, die kommen von Gut Nesselrath, das ist ja knapp 2 Kilometer entfernt. Die Eier kommen aus Wuppertal, vom Sonnenhof. Den Käse haben wir von der Ehrenberger Bauernkäserei aus Wuppertal, eine kleine Bauernhofkäserei, die auch nur Besitzer selber so betreiben. Und die stellen uns ihren Käse auch zur Verfügung. Ansonsten haben wir heute auch Erdbeeren da vom Obsthof Altmaier, auch hier aus Leichlingen. Ein bisschen was zu trinken. Ja. Können Sie sich dann vorstellen, dieses Angebot in der Zukunft noch ein bisschen auszuweiten oder auszubauen? Genau. Und falls ja, was schwebt Ihnen da vor? Genau, also wir wollen mal schauen, was nehmen die Leute mit, wo ist der Bedarf, wollen auch mal eine Umfrage später starten. Wir haben schon gehört, Rindfleisch wäre natürlich noch eine Möglichkeit, aber da hängen natürlich auch wieder noch ganz viele Auflagen mit dran. Man müsste gucken, dass man einen Metzger findet, um unsere eigenen Tiere dann zu vermarkten. Das wäre schon was, ein größeres Projekt, was wir uns generell vorstellen können. Über ihre Aufgaben als Landwirtin hinaus absolviert Marina Dickhofen derzeit ihre Ausbildung zur Bauernhof-Erlebnispädagogin. So möchte sie Kindern die Landwirtschaft praxisnah vermitteln und damit ganz neue Einblicke in die Natur geben. Das ist aber noch